Und dann sind wir bei Kevin Kühnert, dem stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Herr Kühnert, Diktatur sozialisiert sind die Menschen, über die wir da reden, eigentlich nicht. Weil es sind nicht die Älteren, das weisen die Studien der Uni Leipzig nach und andere auch. Das heißt, die Menschen sind sozialisiert durch CDU- und SPD-Regierungen in den neuen Bundesländern. Durch die Bundesrepublik Deutschland. Was haben die Volksparteien, was hat die SPD falsch gemacht? Zunächst mal totale Zustimmung. Das ist das, woran ich mich gestört habe. Und vielleicht eine Bemerkung vorweg. Ich bin 31 Jahre alt und in meiner Geburtsurkunde steht noch ganz knapp West-Berlin drin. Das war dann aber nach 5 Monaten auch Geschichte. Insofern trete ich hier heute nicht mit dem Anspruch an, Ostdeutschen zu erklären, wie Ostdeutschland so ist, sondern ich habe versucht, die letzten Jahre viel zuzuhören und versuche, das jetzt auch wiederzugeben. Und eine der Erkenntnisse ist, wer heute im Jahr 2021 im Osten Deutschlands lebt, ist entweder nach der Wende geboren oder hat neben der Sozialisation im Osten auf jeden Fall noch eine zweite, nämlich die vergangenen 30 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland unter ganz unterschiedlichen Regierungen. Und ich glaube, viele im Osten sind einem Schicksal, wenn sie so wollen, zum Opfer geworden, nämlich dass die Wiedervereinigung genau da stattgefunden hat, wo sie stattgefunden hat, in eine Phase hinein, in der so langsam sich die Ideologie durchsetzte, der Markt wird es schon regeln, der Staat ist zu fett, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Als Lohndrückerei stattfand, als plötzlich Tarifverträge nicht mehr die Rolle spielten. Genau in diese Phase hinein hat sich der Arbeitsmarkt, haben sich die Betriebe im Osten neu organisiert bzw. wurden neu organisiert. Und das ist ein Rückstand, den nicht aus eigenem Verschulden der Menschen heraus, sondern aus strukturellen Gründen man bis heute hinterherhängt. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute auch darüber sprechen, dass zum Beispiel in den letzten 2, 3 Jahren, was Organisierung in Gewerkschaften, Arbeitskämpfe angeht, die ganz neue Bewegungen im Osten erleben, die sie über 25 Jahre nicht hatten. Und das gibt auch Grund zur Hoffnung und zum Mut, dass da eine Selbstermächtigung stattfindet. Ein großes Thema für die Ostdeutschen ist natürlich immer ihre Repräsentanz. Das wird angemahnt. Wir sind da im einstelligen Prozentbereich, wenn es um wichtige Funktionen in einzelnen Institutionen, aber Firmen, Betrieben geht. 15% der Bevölkerung. 15% der Bevölkerung. Und 1,5% der Funktionen der höheren Ämter. Noch ist Herr Kühnert dran. Hätte geholfen, Herr Kühnert, wenn die stellvertretende SPD-Vorsitzende Clara Geiwitz geheißen hätte an der Seite von Olaf Scholz. Die haben Sie mit verhindert. Hätte zum Beispiel auch eine SPD-Vorsitzende ist sie ja. Ist sie ja, aber als Vorsitzende haben Sie sie verhindert. Hätte es geholfen, wenn auch da eine bessere ostdeutsche Repräsentanz in Ihrer Partei da gewesen wäre? So dümpeln Sie jetzt bei 10% rum. Also ich habe ehrlich gesagt, wenn ich mich umgucke, wer die politischen Gesichter des deutschen Ostens sind, also da sehe ich jetzt nicht meine Partei als erstes auf der Schuldseite, dass wir da niemanden hervorgebracht haben. Wir stellen mit Manuela Schwesig eine der beliebtesten Politikerinnen des Landes. Wir haben in der Reihe Ministerpräsidenten, ob es Matthias Platzeck ist oder andere, hervorgebracht, die bis heute wichtige, gefragte Gesprächspartner sind. Wir haben mit Franziska Giffey eine Bundesfamilienministerin bis vor 2 Wochen gehabt. Jetzt tritt sie als regierende Bürgermeisterin in Berlin an, was übrigens auch eine spannende Geschichte ist. Eine Frau, die im Osten Deutschlands geboren und sozialisiert ist und jetzt für die wieder zusammengeführte Stadt Berlin als regierende Bürgermeisterin kandidiert. Also ich finde durchaus, dass wir uns da nicht verstecken. Fehler, nochmal, das war die Frage. Fehler sehen Sie in der historischen Situation und in der SPD weniger? Nicht ein Fehler, aber also wir kommen ja immer wieder an den Punkt, dass die Parteien im Osten übrigens alle in absoluten Zahlen weniger Mitglieder als in den westdeutschen Bundesländern haben. Und da möchte ich schon für meine Partei auch noch mal dran erinnern, wir haben auch nicht aufgebaut auf irgendeine Blockpartei im Osten. Weder sind wir in die Geschäftsstellen einer Blockpartei eingezogen, noch haben wir die Mitgliederbestände übernommen. Da fällt es natürlich auch ein bisschen schwieriger, dann innerhalb von 30 Jahren ein großes Personalreservoir auszubauen, aus dem sie heraus dann auch noch eine ganze Bundespartei mit 500.000 Mitglieder dominieren. 30 Jahre würden vielleicht auch dafür etwas gereicht haben. Alexander Gauland ist bei uns, AfD-Ehrenvorsitzender. Sie sind, Herr Gauland, das fand ich interessant, gebürtiger Sachse. Ja, Chemnitzer. Chemnitzer. Sie sind in Sachsen geboren, waren über 40 Jahre in der CDU und sind seit 2017 Fraktionsvorsitzender. In Ihren Augen sind wir jetzt im Grunde, um im Bild von Herrn Wanderwitz zu bleiben, nahtlos von der SED-Diktatur in die Merkel-Diktatur und in die Corona-Diktatur übergegangen? Naja, das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn, was Herr Wanderwitz da sagt. Mich wundert sowieso, dass jemand Leute beschimpft, um sie zum Wählen für sich anzustiften. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, Herr Gysi hat einiges völlig richtig gesagt. Die Fehler in der Wiedervereinigung, eine gewisse Arroganz im Westen, die aber leider sich ja fortsetzt. Die Leute haben das Gefühl, das ist nicht unser Thema.
Nehmen wir den Genderstern oder nehmen wir Identitätspolitik. Da hat Herr Haseloff ja völlig richtig gesagt, die Leute, das geht völlig an den, über die Köpfe der Ostdeutschen hinweg, auch vieler Westdeutscher, aber vor allen Dingen über die Köpfe der Ostdeutschen. Und sie haben das Gefühl, sie werden vorgeführt von Westdeutschen. Und genau das hat diese Reaktion ausgemacht, dass sie auch protestieren gegen das, was sich da abspielt, dass sie nicht Teil der Entwicklung sind. Aber wenn Herr Wanderwitz das feststellt, dann ist er natürlich Teil des Problems und in keiner Weise Teil der Lösung. Interessant ist, dass ich Sie danach überhaupt nicht gefragt hatte, Herr Gauland. Ich wollte nämlich von Ihnen wissen, ob wir jetzt in einer Merkel-Diktatur angekommen sind und sogar in einer Corona-Diktatur. Also ja, wir sind, und das sagen nicht nur wir, das sagen viele, mit der Bundesnotbremse einen Weg gegangen, der zumindest sehr gefährlich in Richtung einer Diktatur geht. Es gibt ja nun auch schon wieder die Überlegungen, wenn es dann mit Corona vorbei ist, dann könnte man das fürs Klima auch noch mal machen. Also es gibt Verfassungsrichter, es gibt Juristen, die jedenfalls große Zweifel haben, dass das, was gemacht worden ist, rechtmäßig ist. Sie haben im Bundestag gesagt, Corona-Diktatur auf Widerruf verträgt sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Stimmt. Jetzt sagen Sie hier, das, was wir mit der Bundesnotbremse erlebt haben als Bürger, ginge schon sehr in Richtung einer Diktatur? Ist es eine Diktatur? Das geht sehr in Richtung einer Entwicklung, dass das Parlament und aber auch die Menschen ausgeschaltet sind und nicht das Gefühl haben, Teil einer politischen Entwicklung sind, die sie noch verstehen. Aber da war jetzt das Parlament dabei. Es gab eine und gibt eine freie Presse in diesem Land. Opposition in diesem Land. Es gibt eine Debatte in der Öffentlichkeit darüber. Sie sagen, wir sind kurz vor einer Diktatur. Also es war lange das Parlament nicht dabei. Bei der Bundesnotbremse schon? Das ist in letzter Zeit geschehen. Das sagt ja nicht nur die AfD. Ja. Das sagen auch andere Parteien, zum Beispiel die FDP. Von daher, es ist verfassungsrechtlich jedenfalls sehr problematisch, was gemacht worden ist. Und die Menschen haben das Gefühl, dass sie auf dem Weg in eine Diktatur sind. Natürlich, dass man das überspitzt formuliert. Und ich habe das Wort Corona-Diktatur gebraucht. Da bin ich vom eigenen Parteivorsitzenden gerügt worden. Das ist aber Teil der politischen Auseinandersetzung. Und da habe ich auch nichts davon zurückzunehmen. Wir sind bei Melanie Ammann, geschätzter Journalistin vom Spiegel, leitet das Hauptstadtstudio hier. Frau Ammann, das ist hochinteressant. Da trifft sich tatsächlich die AfD auch mit einer Kritik von Rainer Haseloff, der auch sagte, diese Bundesnotbremse hat ihm geschadet in Sachsen-Anhalt. Er hat sie kritisiert und sagte, das ist föderaler Unsinn oder ist Tiefpunkt der föderalen Kultur. Trifft er sich da tatsächlich mit der Kritik der AfD oder geht die der AfD weiter? Also da trifft er sich überhaupt nicht, denn das, was Herr Gauland sagt, ist mit Verlaub Hanebüchner Unsinn zu sagen, das sei eine Diktatur, wenn man ein mit dem im Bundestag beschlossenes Gesetz, das auch soeben vom Bundesverfassungsgericht gebilligt wurde, wurden ja Eilanträge dagegen zurückgewiesen. Also das auf der einen Seite, wo man dann einfach mal so das Wort Diktatur in den Raum stellt, als wäre das irgendwie so ein Szenario, mit dem man rumspielen kann, nach populistischem Belieben. Und andererseits, Herr Haseloff, muss ich aber sagen, hat da auch sehr unglücklich agiert, denn sein Land hat das ja mitgetragen. Es ist ja nicht so, als wäre dieses Gesetz auch nicht durch den Bundesrat gegangen und hätte er das nicht mit unterstützt. Und deswegen glaube ich auch, dass die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt ihm das nicht abkaufen werden, wenn er jetzt, also das wäre für die dürfte es jetzt kein Grund sein, ihn zu wählen, so eine Kritik an der Bundespolitik, weil man soll halt nicht Dinge, die man selber unterstützt, nachher daheim irgendwie kritisieren oder diffamieren. Ist man im Osten sensibler, wenn es um Freiheitseinschränkungen geht, würden Sie sagen? Und wenn das so ist, warum wählt man dann ausgerechnet die AfD oder glaubt, eine bessere Freiheit mit der AfD zu finden? Ja, darüber habe ich viel nachgedacht, seit ich diesen Satz von Wanderwitz gehört habe. Denn ich finde, da ist schon was dran. Also ob das jetzt die richtige Formulierung war und ob man diese Leute deswegen aufgeben muss. Denn das ist ja das, was er suggeriert im Prinzip. Die sind für die Demokratie verloren. Ich finde, also da würde ich keine Sekunde zustimmen.
Aber ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, dass die AfD gerade in Sachsen-Anhalt ist noch mal besonders radikal im Vergleich zur Bundespolitik. Und sie ist besonders erfolgreich im Vergleich zur AfD etwa in Westdeutschland. Und dass das jetzt nur mit Löhnen und wie viele Ostdeutsche irgendwo in Führungspositionen sind zu tun hat und mit Renten und mit was weiß ich, das hat natürlich auch mit der Diktaturerfahrung zu tun. Und nur weil man die selbst vielleicht nicht persönlich erlebt hat, weil nur die Eltern die erlebt haben, das finde ich, das macht jetzt keinen so großen Unterschied. Und die AfD-Wähler, denen ich begegnet bin, als ich noch als Berichterstatterin da durch die Gegend gereist bin, die haben das oft so dargestellt, dass es für sie so eine Art Emanzipationsidee war, dass sie auch so ungefähr so einen Denkzettel, den man auch dem Westen gibt, dass man also ein Protestsignal, was früher eben, wovon früher Herr Gysi profitiert hat und jetzt eben die AfD. Mhm. Und dass die eben sagen, das ist unser Mittel gegen Bevormundung durch westdeutsche Politik irgendwie zu kämpfen. Mhm. Und das ist nicht als Kompliment gemeint, wollte ich noch kurz klarstellen für Herrn Gauland. Nein, es ist kein Kompliment, weil es im Prinzip nur zeigt, dass da eine Anfälligkeit für Populismus und Extremismus gibt, die sicher auch historisch geprägt ist, die auch aus der DDR-Erfahrung kommt. Ich glaube, so ehrlich muss man dann schon sein. So, und die Antwort von Herrn Haselhoff auf eine solche These würden Sie auch kennen. Der würde sagen, die AfD gibt es in sämtlichen Landtagen dieses Landes und sie ist irgendwie gegründet. Und sie ist stark und es gibt wahnsinnig viele Funktionäre aus dem Westen, die im Osten sind. Und warum hat eigentlich dieses Land insgesamt zugelassen, dass seit 1949 eine solche Partei überall entstehen konnte und stark werden konnte? Gut, sowas wird ja nicht zugelassen. Das sind ja Leute, die sich, die beschließen, sich politisch, ich sage jetzt erstmal neutral zu engagieren, auch gerade in der Anfangsphase der AfD. War das ja noch eine eher gemäßigte Kraft, die da antrat. Und, aber ich merke eben, dass die AfD-Funktionäre mehrheitlich westdeutsch oder viele von denen westdeutsch in Ostdeutschland ja gezielt dieses DDR-Gefühl anzapfen. Mhm. Also gerade auch jemand wie Björn Höcke, der dann sagt, so ungefähr dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen, um das jetzt zu erdulden, der selber nie auf die Straße gegangen ist, um seine Freiheitsrechte zu erkämpfen. Höchstens mal bei einer Neonazi-Demo oder so. Und also das ist schon, die spielen natürlich auch mit diesem Gefühl, die spielen auch mit ein bisschen mit dieser Nostalgie und die zapfen gezielt dieses Gefühl an, wir sollen wieder bevormundet werden und auch die Angst davor, dass die Diktatur zurückkommen könnte. Herr Ziemiak, Rainer Haselhoff hält, ich habe es gerade schon gesagt, die Bundesnotbremse immer noch für einen Fehler. Frage an Sie, bestätigt er damit nicht die Kritik der AfD? Nein, überhaupt nicht. Deswegen bin ich Melanie Ammann dankbar, die das gerade ja in sehr differenzierter Weise dargestellt hat. Das eine ist völlig unverantwortlich, das Wort Diktatur zu benutzen. Herr Gauland, wenn Sie meinen, es sei nicht verfassungsgemäß, dann ruft man das Bundesverfassungsgericht an das, was geschehen ist. Frau Dr. Ammann hat das gerade geschildert. Oder wenn es rechtswidrig ist, ein Verwaltungsgericht. Auch das ist während der ganzen Pandemie immer wieder in Hunderten und Tausenden Fällen geschehen und die Gerichte haben darüber geurteilt. Und das andere ist zu sagen, ist das denn der richtige Weg, einen solchen Rahmen als Bundesgesetzgeber festzuschreiben? Oder kann man das in den Ländern, wo übrigens vorher die Landtage beteiligt wurden, machen? Und das ist das, auf was Rainer Haselhoff gemeint hat, dass die Länder das selbst besser entscheiden können. Und ich finde, das ist ein sachliches Argument. Man kann das auch anders sagen, dass man sagt, wir brauchen einheitliche Lösungen, die jetzt sofort gelten und dann strikt sind. Mhm. Und insofern kann man das so sehen. Ich finde, wir sind jetzt doch spürbar an einer Stelle, wo wir gesehen haben, dass die Maßnahmen jetzt wirken. Und jetzt läuft auch die Bundesnotbremse aus. Kevin Kühnert, auch die SPD macht ziemlich mobil gegen den eigenen Koalitionspartner im Bund und auch gegen den Bundesgesundheitsminister. Kann man der AfD da verübeln, wenn sie auch versucht, aus politischem Kalkül dieses Regierungshandeln massiv zu kritisieren? Ja, wir haben es ja eben gerade noch mal erlebt. Das ist ja nur der Vorwand, das Regierungshandeln und sowas wie die Notbremse heranzuziehen. Und am Ende geht es natürlich darum, die üblich verdächtigen Stichwörter in die Debatte einzuwerfen, auf die dann Leute reagieren sollen. Sowas wie Diktatur. In dem Moment, wo man Diktatur sagt, sind wir nicht mehr bei der Bundesnotbremse. Da geht es nicht mehr um Ausgangssperre um 21 Uhr, 22 Uhr oder gar nicht, sondern da sind wir bei der Sein- oder Nicht-Sein-Frage. Ist das eine Demokratie oder keine? Ja, dann moderieren sie das am Ende wieder ab und sagen, da habe ich mir einen Rüffel von den eigenen Leuten geholt. Aber die Aussage steht im Raum und verselbstständigt sich in den Köpfen. Und am Ende ist es vor allem eins,
nämlich wieder eine Respektlosigkeit gegenüber den Leuten in Sachsen-Anhalt, bei denen am Sonntag gewählt wird. Denn wir reden wieder gar nicht darüber, was dieses große Flächenland eigentlich ausmacht. Die auf Platz 3 beim Ausbau der Windkraft jetzt im letzten Jahr gestanden haben, bei denen es um die Erschließung des ländlichen Raums geht. Die Frage, ob die bei Chemie und Wasserstoff in den nächsten Jahren vorne dran sein werden, um die geht es wieder nicht. Sondern wir machen die zu so einem Abstimmungstool für die Bundestagswahl in 3 Monaten, um mal zu gucken, wie die Stimmung im Lande so ist. Aber ich sage Ihnen, weder der Genderstern noch die Bundesnotbremse stehen am Sonntag auf dem Wahlzettel, wenn die Leute in die Wahllokale gehen, sondern da stehen SPD, CDU, AfD, Grüne, FDP, Linke, und da kann man sie entscheiden. Unser Anlass war ja die Corona-Politik, und da kann man dann trotzdem noch mal nachfragen. Herr Gauland, Björn Höcke hat im August des letzten Jahres die Pandemie für beendet erklärt und sagte, die kommt auch überhaupt gar nicht wieder. Würden Sie da jetzt auch im Nachhinein sagen, das ist gut, dass Sie nicht jeden Tag auf diesen Mann hören? Oder? Ich würde nicht jede Äußerung von Björn Höcke wiederholen. Aber ich bin hier gerade heftig kritisiert worden, das heißt die Partei. Nehmen Sie doch mal jemand ganz anders, von Herbert Prantl aus der Süddeutschen Zeitung, der ganz ähnlich formuliert wie wir und sagt, ja. Da würde er sich, glaube ich, gegen verwehren, dass er ganz ähnlich formuliert. Nein, das tut er überhaupt nicht, sondern er gibt zu, dass die Freiheitseinschränkung so wie noch nie in der Bundesrepublik war und dass diese Freiheitseinschränkung eine Gefahr bedeutet. Und er sagt ganz deutlich, diese Freiheitseinschränkung wird sozusagen als Modell verwandt für weitere Freiheitseinschränkungen. Aber das ist doch interessant, die ostdeutschen Bürger haben doch viel krassere Freiheitseinschränkungen erlitten. Das finde ich echt interessant, dass Sie bei dem großen Verständnis, dass die AfD mal wie so eine Monstranz vor sich herträgt für die Ostdeutschen, wir verstehen die ostdeutsche Seele und alle anderen nicht. Aber das, was in der DDR an Freiheitseinschränkungen passiert wurde, das jetzt zu vergleichen mit einer Ausgangssperre von ab 21 oder 22 Uhr, das ist doch einfach lächerlich. Sie versuchen sofort immer wieder was anderes ins Gefecht zu bringen. Man versucht nur zu sagen, das eine war wirklich eine Diktatur. Nein, und das, was wir hier erleben, ist nicht eine Diktatur. Sie behaupten nur, dass sozusagen diese harte Formulierung typisch AfD ist. Und ich sage, es gibt Leute aus Ihrem Spektrum, und Herr Prantl ist nicht aus meinem Spektrum, die das genauso sehen. Sie haben jetzt eine große Gefahr sehen. Sie haben doch jetzt gar kein Zitat genannt, in dem er von der Diktatur spricht. Und das ist genau das, was Sie gerade vorgeworfen haben. Sie nutzen dieses Buzzword in dem Wissen, dass Sie hier als Fraktionsvorsitzender der größten Oppositionspartei zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen sitzen, um die Regierung zu kritisieren, ihr eine Diktatur zu unterstellen. Was ist das für eine Diktatur, in der sich ein Gesetz jetzt von alleine abschafft nach einem gewissen Ablauf, wenn es nicht verlängert wird? Das ist doch albern, das weiß doch wirklich jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat. Herr Kühnert, ist es nicht deswegen albern, weil Sie es albern finden, sondern viele Juristen sehen das genauso kritisch. Es ist kein AfD-Thema. Leider nicht die Entscheidenden, die gerade darüber entschieden haben. Auch die FDP hat das so gesehen. Ganz anderes kritisch. Und zwar machen die sich Sorgen hinsichtlich der Zukunft. Wenn man mit der Begründung Pandemie 80% der Bevölkerung dafür gewinnt, dass Grundrechte auch eingeschränkt werden können in solcher Situation, sagen Sie, wir haben ja auch Orbans irgendwo. Und die könnten diese Erfahrung nutzen, das ist die Sorge, um später aus anderen Gründen Grundrechte einzuschränken. Deshalb müssen wir sehr genau darauf achten, wenn so etwas passiert, aus welchen Gründen etc. und uns auch sehr für die Grundrechte einsetzen. Aber die AfD missbraucht das Ganze auch das Ostdeutsche. Also der Höcke ist nun wirklich, der ist überhaupt kein Ostdeutscher. Und die Art, wie er da auftritt, das kann ich nicht mehr ertragen, muss ich Ihnen sagen. Aber das Zweite ist natürlich, dass die Ostdeutschen sich ja wirklich benachteiligt fühlen. Und natürlich wählen sie auch, aus Dapke. Sie wissen doch, was weh tut. Früher tat es eben weh, uns zu wählen, und jetzt tut es eben weh, die AfD zu wählen. Trotzdem lege ich auf eins großen Wert. Über 1 Million hat die CDU an die AfD verloren, über 500.000 die SPD, wir 200.000. Also das ist schon traurig genug, aber so zu tun, als ob die in erster Linie von uns kämen, ist falsch. Und das stimmt auch mit Sachsen-Anhalt. Das sind jetzt aber Bundeszahlen, oder? Ich wollte gerade sagen, bei Sachsen-Anhalt haben sie einfach SPD und Linke addiert. Und dadurch, dass sie die addiert haben, waren es weniger als bei der Union. Also mit solchen kleinen Tricks, rhetorisch häufiger mal. Ja, mit solchen kleinen Tricks sollte man hier nicht operieren. Und wissen Sie, die Erfahrung nach der Einheit war schlimm. Was ich mit Arroganz meinte, ist, dass man sich die DDR nicht angesehen hat. Also vieles musste weg, darüber braucht man ja gar nicht zu diskutieren.
Aber wenn man sich die angesehen hätte und gesagt hätte, Mensch, da gibt es ja ein paar Sachen, die führen wir an ganz Deutschland ein. Wenn man das gemacht hätte, hätte das zwei Folgen gehabt. Das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen wäre gestiegen. Die hätten gesagt, ja, war das falsche System, aber das heißt ja nicht, dass wir nichts geleistet haben. Mhm. Denn wenn du nichts übernimmst, sagst du auch den Leuten, dass sie nichts getaugt haben. Yeah. Und das Zweite wäre gewesen, dass die Westdeutschen erlebt hätten, dass durch die Vereinigung in 10 Punkten ihre Lebensqualität erhöht worden ist. Das haben die Westdeutschen nicht erlebt. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Ich sag mal Gleichstellung. Also man könnte viele Beispiele nennen. Ist mir jetzt ehrlich und gesagt allein auch Lohn wurscht. Und Rente, dass man darüber noch kämpft. Ja, aber und jetzt, Sie haben nach 30 Jahren. Einen Wahlkampfslogan, Herr Gysi, der heißt, nehmt den Wessis das Kommando. Ja, und nicht dann, plakatiert, aber ja. gezeigt. Und das fand ich richtig. Und zwar, aber weil es natürlich überzogen ist. Nicht? Weil es überzogen, auch, ja. Also, das ist, weil es überzogen ist, aber weil man eben sagen wollte, es geht nicht, dass wir da nirgendwo dabei sind. So. Wir haben jetzt warum die erste Richterin nicht, am Bundesverfassungsgericht. Warum gelingt es Ihnen nicht, diese verdoppelten AfD-Stimmen zu minimieren? Warum sagt Herr Haselhoff, ich kann hier nicht alleine und als Einzelner mit meiner Partei gegen die AfD? Nein, weil wir international, deshalb gefällt mir das auch als ostdeutsches Problem nicht, und national ein Problem haben. Das Problem besteht darin, dass komischerweise autoritäre Regime als effizienter gelten. Ich halte das zwar für Quatsch, aber der Eindruck ist immer, das passiert ganz schnell. Ich erzähle Ihnen ganz kurz, ich habe mit Erdogan-Wählern gesprochen. Und die haben mir erklärt, ja, der wollte das, und das geht bei ihm ganz schnell, während in eurer Demokratie dauert es ewig, da wird gequatscht und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, aber wenn er nur das und das will, was ihr nicht wollt, was macht ihr dann? Wählen heißt ja nicht nur, ich kann jemanden wählen, ich kann auch jemanden abwählen. Mhm. Und wenn man der Möglichkeit entzogen wird, so habe ich dann versucht, mit ihnen zu sprechen und zu diskutieren. Das heißt, da hat sich was verschoben. Und du hast natürlich zu Recht kritisiert den neoliberalen Kapitalismus. Der Markt regelt alles, jedes Krankenhaus muss privatisiert werden. Als ob ein Krankenhaus sich in erster Linie rechnen muss. Ein Krankenhaus muss in erster Linie für Gesundheit sorgen. Mhm. Aber das ist natürlich auch unter Führung der SPD geschehen. Würden Sie denn der Emanzipation... Aber das ist, und da hat er ja fast einen halben Punkt, Herr Gauland. Das ist natürlich auch, wo Ihren Verantwortung war, zum Teil mit passiert, wo in Dresden kommunale Wohnungen verkauft worden sind. Ja, in Berlin haben wir es gemeinsam gemacht. Die Partei gespalten, ja. Und die eine Hälfte, die dafür war, ist ausgetreten. Völlig in Ordnung. Ich will nur darauf hinweisen, es ist ein Stück weit der Zeitgeist gewesen. Das Problem ist, dass wir heute, 30 Jahre später, wo sich manches auch wieder ein bisschen relativiert, ich habe dafür gerade schon dass wir eine große Lücke haben. Aber das ist das, wo ich eingangs darauf hinweisen wollte. Wir reden jetzt sehr viel über die Menschen im Osten, als sei das so eine unveränderliche Knetmasse. Aber da bewegt sich ja im Moment natürlich was. Im Jahr 2020 haben wir alleine bei der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Genuss fast 100 Warnstreiks und Proteste erlebt. Wo Leute bei Bautzner Senf, bei Knorr, in Riesa, bei den Teigwaren gestreikt haben, wo es niemals Betriebsräte gegeben Gut, hat. Aber und warum sie jetzt gibt, machen die ihr Sternchen nicht bei der SPD? Warum liegt die SPD jetzt nach jüngsten Politbarometer bei 10%, 11%? Und in Brandenburg haben wir jede vierte Stimme und in Mecklenburg-Vorpommern beim letzten Mal jede dritte geholt. Also das ist auch kann der ich jetzt Osten, immer in die Frage so hineinpacken? Ja, ich frage Sie nach Sachsen-Anhalt. Ja, warum sind die da so erfolgreich? Ich würde gerne mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich versuche nur dem Eindruck zu widersprechen, und zwar begründet, dass wir es hier mit einem Flächen-Ost-Problem sozusagen zu tun haben. Mhm. Wir sehen überall im Osten, aber zunehmend ja jetzt auch im Westen, die Personen an der Spitze, die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten spielen eine große Rolle. Es ist 4 Jahre her, dass das letzte Mal in Deutschland ein Ministerpräsident irgendwo abgewählt worden wäre, oder eine Ministerpräsidentin ist es damals mit Hannelore Kraft gewesen. Das heißt, Menschen orientieren sich gerade in der Krisenhaftigkeit und Situation, die wir haben, zu den Führungsfiguren. Das kann Herr Ramelow in Thüringen sein, das kann Herr Kretschmann in Baden-Württemberg sein, das ist Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, so geht das und Herr Kretschmann durch die Reihen durch. So, und dann haben wir in Sachsen-Anhalt natürlich die Situation, und das wird jetzt auch noch mal spannend für Sonntag. Die Regierung hat sich doch beim letzten Mal mit Ach und Krach von alleine zusammengewürfelt. Da gibt es eine Partei, mit der will niemand zusammen regieren. Ich weiß gar nicht, ob sie das selber überhaupt wüsste. Yeah. Und da gibt es eine andere Partei, das ist die Linke, die will nur mit ein paar wenigen Parteien zusammen koalieren, mit denen man aber zusammen in diesen Bundesländern nicht auf eine Mehrheit kommt. Mhm. Und zusammen bilden die, wenn auch aus vollkommen unterschiedlichen Ecken kommt, einen großen Stimmblock von über 40%, der für eine Regierungsbildung nicht in Frage kommt. Mhm. Und am Ende müssen Leute wie Herr Haselhoff und vor allem noch viel Rechte
andere, die da das Nationale mit dem Sozialen versöhnen wollen und was die nicht alles in Papiere schreiben, müssen mit meiner Partei und mit den Grünen am Ende sogar zusammen regieren. Und was ist? Und am Ende stehen die Wählerinnen und Wähler genau dieser Parteien da und sagen, na, war ja wieder eine Einheitsregierung am Ende, war wieder nur Brei, den wir gekriegt haben, ja, war ja gar keine klare Richtung. Werden es also neue Entschuldigung mal, vor der letzten Bundestagswahl hat deine Partei geschworen, mit der Union nicht zu koalieren. Und wo landete sie? Natürlich in der Koalition. Genau das wollten wir vermeiden. Wir versuchen mal nach vorne zu schauen und fragen uns nämlich, wohin geht die CDU, nicht nur wegen Sachsen-Anhalt, sondern auch, weil die Bundeskanzlerin geht. Wohin geht die CDU, wenn Merkel geht? Wahrscheinlich wüsste sie das in Teilen auch gerne. Kruzifix nochmal. Was ist in der Christenunion los? Nach 16 Jahren Merkel-Baldrian droht den Schwarzen ihr blaues Wunder. Totgesagte leben länger und preisen die alte Liturgie. Die CDU hat ihren Kompass verloren. Unsere Wählerinnen und Wähler, soweit noch vorhanden, wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich stehen. Ich teile ausdrücklich die Einschätzung von Friedrich Merz. Brandgefährlich für den Wahlkampf. Rechtsausleger Maaßen ist Kandidat für den Bundestag. Aus der CDU-Spitze deshalb Werbung für die Konkurrenz. Da gibt es ja glücklicherweise noch Kandidaten anderer demokratischer Parteien, die vielleicht hoffentlich gewählt werden und nicht Herr Maaßen, sodass er gar nicht in den Bundestag kommt. CDU-Mitglied Max Otte steht nicht zur Wahl, hat aber 2017 AfD gewählt. Er ist neuer Chef der sogenannten Werteunion. Ein Drahtseilakt für Kanzlerkandidat Laschet. Keine Gespräche mit Otte, aber auch kein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Und beten, dass der Elefant im Raum von alleine verschwindet. Herr Ziemiak, Sie sind wieder dran. Die CDU nach Merkel reicht also von Herrn Laschet über Herrn Maaßen zu Herrn Otte. Ist das jetzt das gesamte neue Spektrum der Partei? Die CDU steht in der Mitte und ist eben eine Volkspartei. Aber erlauben Sie mir einen Satz, und das finde ich, weil wir zum nächsten Thema kommen. Wir haben gerade jetzt sehr lange über die AfD und die Linke gesprochen und über verschiedene Themen und so ein bisschen über die Menschen gesprochen in Sachsen-Anhalt, aber weniger über das, was für die Menschen jetzt wichtig ist. Wie geht es eigentlich weiter in Sachsen-Anhalt? Was ist mit dem Thema der Bildung, der Innovationskraft? Wie kann man Arbeitsplätze sichern? Wie kann man Infrastruktur ausbauen? Das ist mir ehrlicherweise zu kurz gekommen. Ich will das hier nochmal sagen. Das ist, Sachsen-Anhalt ist vor allem ein tolles Land. Und ich glaube, es lohnt sich mehr, mit den Menschen zu sprechen und vor allem über die Herausforderungen, die jetzt anstehen. Das und zu Ihrer Frage. Ganz und zu Ihrer Frage. Und dann kommt Herr Gysi, als Vertreter der Linken. Das geht alles ganz ausführlich. Wir versuchen es jetzt nochmal, Herr Ziemiak, und konzidieren. Gehen Sie einfach davon aus, dass wir das tun und auch konzidieren, was Sie sagen. Die Frage ist nochmal die nach Ihrer Partei. Gehören die jetzt einfach alle mit dazu? Ist das jetzt das Spektrum, das Sie anbieten? Zu was? Die Werteunion gehört nicht zur CDU, um das noch einmal deutlich zu sagen. Ich glaube, das müsste jetzt jeder verstanden haben. Das ist ein Verein, der nicht zur CDU gehört. Mhm. Mit dem ihr keinen Unvereinbarkeitsbeschluss habt. Also man kann in beiden gleichzeitig Mitglied sein und es gibt keine Probleme. Ja, man kann auch in anderen Vereinen Mitglied sein. Wir haben keine Vereinslistung und es gibt klare Grundsätze der CDU und der Gesetzgeber hat festgelegt, wann man ausgeschlossen werden kann aus einer Partei. Und deshalb geht es darum festzustellen, die Werteunion ist kein Teil der CDU. Ich glaube, ich verstehe, Kevin Kühnert versucht jetzt einen etwas, muss ich gerne zugegeben, einen billigen parteipolitischen Punkt zu machen, um irgendwie die große CDU als Volkspartei in die Nähe von irgendwelchen Rechtsextremen zu rücken. Und das lasse ich ihm nicht, das lasse ich dir nicht, Kevin. Nein. Das ist jetzt echt. Bei der Frage Rechtsextremismus macht man keine Späße und bei der Frage von Rechtsextremismus spielt man nicht parteipolitisch. Ich möchte das in zwei Sätzen sagen. Paul, ich stelle deine persönliche klare Linie, sogar die
der meisten in eurer Parteiführung und erst recht die der meisten eurer Mitglieder, mit manchen davon sitze ich in einem Kommunalparlament zusammen, überhaupt nicht in Frage. Aber du kannst nicht von der Hand weisen, dass es etwas mehr als ein Jahr her ist, dass im benachbarten Bundesland von Sachsen-Anhalt in Thüringen eure Abgeordneten gemeinsam mit der AfD einen FDPler zum Ministerpräsidenten gewählt haben, dass seitdem keine anständige Aufarbeitung dessen stattgefunden hat, dass die Leute, von denen Rainer Haseloff jetzt sagt, ihr Kurs ist nicht der seine, dass man da Richtung AfD blinkt, dass die hinter ihm auf der Landesliste, auf den Plätzen dahinter direkt, 3, 4, 5 und so weiter, sitzen. Da kannst du doch nicht ernsthaft behaupten, diese Diskussion sei nach innen geklärt. Das ist doch eine relevante Frage vor so einer Landtagswahl, ob da wirklich alle stehen. Nicht du persönlich, im Zweifel auch nicht Armin Laschet. Aber ob da in Sachsen-Anhalt alle stehen, wenn wir ein schwieriges Ergebnis am Sonntagabend haben. So, ja, aber selbstverständlich. Das und Rainer Haseloff ist der Garant dafür in Sachsen-Anhalt. Also, ja, wer eine klare, wer eine klare Politik, wer eine klare, das ist doch nicht wahr. Wer so, eine klare Politik haben möchte, es gibt zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die haben also, eine Denkschrift geschrieben und haben dafür plädiert, dass man das Nationale mit dem Sozialen verbinden soll. Also, Herr Haseloff kann dieses AfD-Tabu sicherlich halten. Würden Sie denn da auch schwören, dass das für die gesamte CDU Sachsen-Anhalts gilt, Herr Ziemiak? Die Linie ist klar für die CDU Deutschlands und für die ganze CDU Sachsen-Anhalt. Keine Zusammenarbeit, keine Koalition oder Ähnliches mit der AfD. Und die Menschen haben jetzt die Wahl in Sachsen-Anhalt. Soll es irgendwie nach links rutschen, Sachsen-Anhalt? Ja. Oder soll es ins Rechtsextreme? Oder soll es mit einem vernünftigen bürgerlichen Politik, mit einem Ministerpräsidenten, der die Sprache der Menschen spricht, in der Mitte bleiben? Das ist die Wahl am Sonntag. Okay, ich zitiere, um nichts anderes geht es. Ich zitiere noch mal zwei Sätze von Herrn Otte. Er sagte rein persönlich, ist er der Ansicht, dass die CDU die Möglichkeit für bürgerliche Koalitionen mit der AfD auf allen Ebenen ausloten sollte. Und übrigens war die Wahl von Kemmerich eine Glanzstunde der Demokratie. Und da würden hochrangige Mitglieder gerne mit der AfD zusammenarbeiten, aber man traue sich, das nur privat auszusprechen. Ist das nicht mehr richtig oder könnte das richtig sein? Wie groß ist Ihre Sorge wirklich, Herr Ziemiak? Das ist natürlich völlig falsch und ist auch nicht die Position der CDU, um das mal klar zu sagen. Es gibt in jeder Partei leider Gottes auch solche Persönlichkeiten wie Herrn Sarrazin in der SPD, Herrn Otte bei uns. Der Gesetzgeber legt klar fest, wie man jemanden aus einer Partei ausschließt. Ja. Ich muss es ganz ehrlich sagen, Frau Illner, wir haben 400.000 Mitglieder. Sie nehmen jetzt ein Mitglied, das keine Funktion in der Partei hat. Das hat überhaupt keine Funktion. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier so prominent ist. Er wurde gewählt von einer Organisation, die vor allem aus CDU-Mitgliedern besteht. Also es ist, irgendeiner hat ihn ja gewählt. Und das sind eben vor allem CDU-Mitglieder. Und Frau Dr. Ammann, das ist eine Organisation, die sich als CDU-Verein versteht, auch wenn sie ihn nicht Frau Dr. Ammann, wie kommen Sie darauf, dass das ein Verein von CDU-Mitgliedern ist? Das weisen Sie von sich. Um beizutreten in der Werteunion. Man muss entweder CDU-Mitglied sein oder in einem mit der CDU verbandelten, mit einer Unterorganisation Mitglied sein. Das hat doch niemand überprüft. Ich muss das jetzt mal, weil es hier um wirklich wichtige Dinge geht. Frau Dr. Ammann, das hat niemand überprüft. Ich weiß nicht, ob Sie es getan haben. Ich meine, die 4.500 Mitglieder, ob die alle CDU-Mitglieder sind? Ich bestreite das. Ich bin mir sicher, dass das nicht der Fall ist. Es gibt doch Bundestagsabgeordnete der CDU, die da Mitglied sind in der Werteunion. Hans-Georg Maaßen war es vor kurzem mit dem. Den Namen wollte ich gerade sagen. Von Hans-Georg Maaßen wissen wir aus einem Spiegel-Interview Mai 21, was Politiker aus uns machen wollen, sind Untertanen, die auf die 20-Uhr-Nachrichten schauen, um zu hören, was die politische Elite entschieden hat. Und er würde seinem jüngeren Ich raten, diesen Staat und den Bürgern wieder zurückzugeben und in Teilen zurückzugeben und ihn zurückzuholen vom politischen Establishment. Mai 2021. Das ist Hans-Georg Maaßen, der ist nun auch CDU-Mitglied und der ist in Südthüringen aufgestellt als Direktkandidat. Auch da, Herr Ziemiak, wäre es toll, wenn man etwas von Ihnen hören würde. Ist das in Ihren Augen okay? Ich bin doch hier, Frau Illner. Ja. Ist das in Ihren Augen okay oder würden Sie auch sagen, Hans-Georg Maaßen, da ist die Brandmauer aber schon dunkelrot? Nein, also es ist so, dass Hans-Georg Maaßen, man muss ja nicht alles teilen, was er sagt, was ich gut verstehe. Er hat sich vorgestellt in dem Wahlkreis, er hat dort diese Aufstellung für sich entschieden. Er hat dort aber auch noch mal klar gesagt, dass es überhaupt keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann. Das war
wichtig, glaube ich, für viele, die dort auch abgestimmt haben. Deswegen ist dort eine Positionierung klar. Er ist auch nicht mehr Mitglied der Werteunion, hat seine Mitgliedschaft ruhen lassen. Gut, aber Sie noch mal zu diesen Äußerungen, die sind jetzt Wochen alt. Da sagen Sie, das spricht nicht genug für Sie und er lässt jetzt seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen und damit ist er ein wertvolles CDU-Mitglied. Ja, aber jetzt dürfen Sie, jetzt, Frau Illner, Sie dürfen jetzt auch nicht die Dinge jetzt etwas anders darstellen, als ich sie gesagt habe. Ich teile diese Aussagen, die er gesagt hat, überhaupt nicht. Sie haben mich gefragt nach der Frage Zusammenarbeit mit der AfD und Hans-Georg Maaßen. Und da habe ich Ihnen wiedergegeben, was er dazu gesagt hat. Und das halte ich für richtig. Keine Zusammenarbeit, kein Millimeter auf die AfD zu. Die Aussage sonst teile ich überhaupt nicht. Das verstärkt eher den Frust, den Menschen haben gegenüber Berlin. Aber das ist nochmal eine andere Frage, ob man etwas teilt oder ob man mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Melanie Ammann, Marco Wanderwitz sagt, den Maaßen aufzustellen in Südthüringen ist Irrsinn. Funktioniert in Ihren Augen die Brandmauer nach rechts in der CDU? Funktioniert sie immer weniger? Kann man das noch präzise beschreiben? Also ich wollte einmal nur kurz klarstellen, es war kein Interview von Herrn Maaßen bei uns, nur weil, damit wir auch da mit ihm, er ist sehr klagefreudig, es war etwas, was er in irgendeinem Videopodcast gesagt hat, aber zu Ihrer Frage. Ich finde schon, also es gab, glaube ich, keinen Weg, dass die CDU das komplett hätte verhindern können, dass er da antritt, wenn die ihn unbedingt wollten. Aber was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass noch nicht mal der Versuch unternommen wurde, ja offenbar. Oder zumindest weiß ich von keinem Versuch. Herr Ziemiak kann das gerne klarstellen, dass man da jemanden hinschickt, der, als sich die Kandidatur abzeichnete, mit den Leuten redet, der sagt, können wir nicht jemand anders finden? Können wir nicht vielleicht einen ostdeutschen Kandidaten oder eine Kandidatin finden? Ist das wirklich der Einzige? Wollt ihr den wirklich? Auch als offenes Gespräch, gar nicht als UKs irgendwie aus der Parteizentrale oder so. Gibt es ja immer noch so Zwischentöne. Und ich finde es auch, also ich würde schon sagen, dass die Linie der CDU da klar ist. Das ist eine bürgerliche Partei, die halt aber Rechtsausleger wie Herrn Maaßen nun mal zulässt, dass die zu so Symbolfiguren werden. Ja, und der Waschkurs. Also das Konservative. Sie unterschätzen.